Hantai und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen und mit Familie Grusel und Kurios, nämlich den Ahnen von Bella Grusel und das ist und ihre Tochter, die Belinda Grusel, mit ihrem Sohnemann, dem Benjamin. So, du legst jetzt mal, glaube ich, den Benjamin zurück ins Bett, gehst dann erstmal selber noch baden und was ich dich noch direkt jetzt erst einmal bitte, ist, dass du noch die Ach nee. Erziehung dachte ich, müsstest du noch zu Ende machen, aber habe ich schon irgendwie. Okay. Ich konnte jetzt gar nicht nach ihm sehen gerade. Na egal, er schläft jetzt sowieso. So, na gut. Nee, du lässt ihn jetzt bitte schlafen. Du gehst jetzt mal selbst nach unten, gehst mal ins Bad und gehst erstmal benutzen, baden und dann ins Bettchen. Es ist ja mitten in der Nacht. Friedbert ist hier hinten und, Egon ist jetzt ja auch unser nächster Senior. Der geht jetzt auch schlafen, das ist super. Der Kurt, der ist auch in seinem Bett. Die Tamara, die kann jetzt eigentlich aufstehen. So, du kannst dich erstmal umziehen und ich weiß gar nicht, wo Kati ist. Gucken wir gleich nochmal. Und dann gehst du mal runter und vielleicht kannst du heute uns mal einen Chefsalat noch servieren. Und dann gucke ich mal, wo ist Kati? Ach. Die macht Hausaufgaben oder die machte Hausaufgaben, die hat es geschafft. Das ist sehr schön. Dann gehst du mal hier benutzen und säubern und dann gehst du mal Klavier üben. Die Mama macht was zu kochen, also zu essen drum. Und dann können wir runtergehen. So, Nervus ist im Bad. Belinda, die ist gerade hier und malt. Malt das Bildchen fertig, das sie hier irgendwann mal angefangen hatte zu malen. Hier so unsere Galerie da hinten dran. Das finde ich immer noch irgendwie cool. Ja, diese Galerie. Ja, ich habe auch alle gemalt, ne? Das ist Belinda, das ist Bella hier und Kadi ist natürlich noch nicht gemalt. Die malen wir erst, wenn sie ein bisschen älter ist. Ja, die können wir malen. Oh, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. So, du gehst ins Bett. Tamara ist... Nein, was... Oh, jetzt fangen wir hier auch schon an, oder was? Mach mal einen Chefsalat. Das habe ich dir doch vorhin schon gesagt. Bist du auf dem Weg hier nach unten irgendwie gestört worden diesbezüglich? Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das Zeugs wieder ausziehen, oder? Ja, wobei, im Sommer kannst du es vielleicht noch tragen. So, Kurt, wie geht's dir mittlerweile? Okay, Egon ist im Bett gelandet. Kati. Okay, ja. Die macht lieber Karaoke, als dass sie Klavier spielt, aber ist auch in Ordnung, weil genau, das ist auch kreativ und Spaß bringt es nach oben. Aber auf dem Klo war es der irgendwie auch nicht. Was? Ihr habt einen steinigen Weg... Moment, stopp, stopp, stopp. Einen steinigen Weg betreten und eine alte Macht hat euer Flehen erhört. Doch wählt eure Wünsche mit Bedacht. Oh mein Gott, wir haben wieder mal eine Aladdin-Lampe bekommen. Echt jetzt? Nein! Das ist ja krass. Das finde ich jetzt voll krass. Das ist die zweite nämlich hier in diesem Hause. Und, ja, ihr dürft doch mal, ja, ihr dürft mal sagen, was soll ich mir wünschen? Vielleicht irgendwas für Belinda? Mach die mal hier rein. Oh ne, die kann ich hier gar nicht mehr draufstellen. Aber hier daneben dran passt es ja auch noch ganz gut. Ihr dürft euch mal wünschen, was soll... Ja, wer soll sich was denn wünschen? Ich guck dann mal, wie... Je nachdem, welche Antworten ich bekomme und... ja, dass ich habe ja nur drei Wünsche, also von daher werde ich das dann einfach mal schauen. Oh, guck mal, er regt sich auch auf, dass das Bett weg ist. Krass. Nicht erschrecken. Friedbert, nicht erschrecken. Was macht er jetzt? In irgendwas ist er auf den Tisch gegangen oder so? Ah, da ist er. Na gut, auf jeden Fall so, den Rest noch weglegen. Wie ist das jetzt, wenn ich daten möchte? Ist es jetzt zu spät? In der Nacht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber schon, oder? Ich versuche aber mal um ein Date bitten. Auch wenn wir nachts haben.
So, Kurt, du kannst mal aufstehen. Du wirst das hier draußen essen. Tamara, warum isst du nichts? Und die Kathi, die werde ich auch. Achso, die habe ich. Habe ich die schon hier runtergeschickt oder hat sie das jetzt selbst gewählt? Schauen wir mal. So, ein Date. Ein Date mit dem Rolfi Ruf hätte ich gerne. Das funktioniert. Ah nee, danke, dass du mich aufgeweckt hast. Tschüss. Och Mann, ihr geht's so rundum gut. Das ist doch blöd. Das ist jetzt echt total bescheuert. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihm machen soll. Irgendwie hobbymäßig sollte man am besten dann. Das würde ich irgendwann in die Zone. Leute, wo ist denn mein. Hä? Wo. Hä? Was? Wo ist denn das Teil hin? Hat es irgendjemand eingesteckt? Nö, oder? Also. Sie hat es nicht. Übrigens, wir haben hier noch irgendwie so ein Downtown-Restaurant-Coupon. Müssen wir in Downtown in irgendein Restaurant gehen? Ich bin. Das gibt's doch nicht. Wie kann denn das sein? Wie heißt das Teil denn? Jetzt fällt mir noch nicht mal der Name ein, aber gleich habe ich es. Da ist es. Nee, das ist es nicht. Ich bin. Was? Wo finde ich das denn? Mano. Das da hier. Modelleisenbahnset. Das habe ich doch immer hier stehen gehabt. Habe ich irgendwie. Was habe ich denn gemacht? Ich bin irgendwie total perplex. Habe ich irgendwie nochmal was resettet gehabt? Das vergessen? Guck mal, das können wir mal wegmachen. Das passt nämlich jetzt auch gar nicht dahin. Also irgendwie finde ich das gerade ein bisschen seltsam. Oh Mann. So, dann machen wir mal die Blume weg. Passt es jetzt dahin? Ja. Aber ich muss es wirklich an die Wand machen, oder was? Warte mal. So. 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 Und dann machen wir das mal hier hin. Das machen wir einfach mal da, dann passt das schon. Aber ich finde es jetzt echt ein bisschen seltsam. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. So, du kannst erstmal eine Stadt und dann einen Berg hinzufügen. So. Irgendwie habe ich das nochmal irgendwas neu gespielt gehabt? Ich verstehe es gerade nicht. Ich weiß nicht, ab wann das Teil hier nicht mehr weg ist. Keine Ahnung, es ist mir gerade echt ein Rätsel. So, egal. Geh mal du auch nochmal was essen. Außerdem habe ich dich eigentlich irgendwie ins Bett geschickt gehabt. Nervus, warum bist du wieder aufgestanden? Egon könnte jetzt auch wieder aufstehen. Genau, zieh dir mal was an und danach. So, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Betten machen, aber warum kann ich mich nur entspannen? Ich fühle mich so gut. Achso. Ich kann gar keine Betten machen. Das ist blöd. Na egal. Was mache ich denn? Achso, er macht es ganz automatisch. Oh Gott. Hier, guck, da kann ich Betten machen. Tja, was mache ich mit dir? Ich habe keine Ahnung. Hier ist alles voll Wissenschaft. Du warst schon längst da drin. Also von daher brauche ich das auch nicht. Fitnesslevel ist super. Tja. Oh, da habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Da muss ich mal direkt mal schauen, ob irgendjemand. Guck mal, Belinda. Zwei Stück. Okay, dann machen wir das mal hier mit der Arbeit. Und Kati? Nö, hat keins dazu bekommen. Okay. Kathi, die muss auf jeden Fall nochmal auf Toilette gehen. So, Belinda, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich mit dir machen soll. Pfleg das da hinten mal. Ach so, Moment. Eigentlich zufügen Berg. So, das hörst du mal wieder auf. Zufügen Stadt, habe ich doch auch gesagt irgendwie. Hast du da aufgehört? So, Nervus geht auf jeden Fall ins Bett. Egon, der. Der ist ganz gerne hier oben. Auch, weißt du was, du kannst mal.
Wer um Himmels Willen hat dem armen Benjamin hier unten einfach auf den Boden gelegt? Leute, hallo? Das arme Kind, das ist ja noch nicht mal angezogen. Manu. So, du hast noch mal Hunger, würde ich fast sagen, oder? Geh noch mal rein und hol dir noch mal irgendwas draus. Kadi geht... Oh, Kadi hätte eigentlich auch noch mal Hunger. So, warte mal, du nimmst dir davon was und Kadi wird sich dann auch noch mal was nehmen. Und Tamara geht es soweit gut. Warte mal, so, benutzen, säubern. Wie ist mit deinem Job? Ah, du hast auch frei noch mal. Naja, gut. Okay. Warum? Friedbert, niemanden stören hier. So, Kurt, 3 Tage hat er noch. Kathi hat in 2 Tagen. Friedbert kreucht hier rum. Belinda ist jetzt endlich hier hinten und macht irgendwie noch ein bisschen die Stadt hinzufügen. So, das macht sie zumindest... Boah, ist das auch toll. Meine Güte. Mahlzeit. So, Tamara, was mache ich mit dir? Du könntest vielleicht... Nee, jetzt ist er erschrocken. Oh mein Gott. Ein Sprudelbad. Und dann hat sie vielleicht auch nochmal Hunger. Ja, das ist schon ein bisschen doof, dass die Geister hier alle erschrecken, ne? Das, aber ich wollte sie trotzdem gerne lassen. Ach so, hier, genau, mit nach Benjamin sehen. Ist da draußen wieder jemand rumgegeistert oder meine ich das nur? So, was will er denn? Ah, er müsste bald mal auf Toilette gehen. Ja, gut, dann lege ich dich erstmal rein, werf das mal weg, repariere hier nochmal, dann kann ich das hier weglegen und gehe mal auf die Toilette. Und die kann ich dann auch säubern. So, Egon, jetzt bist du beschäftigt. Hier draußen war was. Also, mein lieber Kurt. Okay, du nimmst dir irgendwas zu essen. Kurt schicke ich dann auch nochmal ins Bad. Der kann nochmal baden und so weiter. Dann gucke ich mal. Musst du heute arbeiten gehen? 10 Uhr. Oh, Logik und Sauberkeit. Und eigentlich 2 Freunde. Wenn ich denn hier weitermachen möchte, was willst du eigentlich noch? Also er ist ja schon längst im Platin-Level. Ich muss bei ihm das nicht erfüllen. Ah, okay. Das ist aber super, dass ihr zwei euch dann auch befreundet. Er versteht sich jetzt zumindest auch mit allen. Und mit Kadi jetzt auch so langsam halt. Das ist doch mal toll. So, Tamara ist, Belinda ist hier hinten. Oh, da kommt ein Stinktier. Belinda, geh rein. Hier, so, benutzt mal die. Was auch immer du aufgeräumt hast. So, es ist 7 Uhr, da kann ich jetzt endlich, weil sie hat ja frei. Und auch wenn jetzt so die Energie ein bisschen nachgelassen hat, ich würde trotzdem noch um ein Date bitten. Ja, das mache ich. Okay, Kathi. Kathi, Dienstag, du musst gleich los auch. Da würde ich sagen, du gehst nochmal kurz, warte mal, du gehst nochmal hier rein. Oh, da ist, ich hätte jetzt nochmal ein Nickerchen. Oh, genau, komm. Geh nochmal hier in, das, in dem Bett schlafen. Wo gehst du spielen? Nervus? Nö, ich wollte das nicht. Ich wollte in dem... Was habe ich denn jetzt gemacht? Um Date bitten. Falsch angeklickt. So, du kannst das hier mal abspülen. Den Rolfi... Was habe ich denn jetzt? Auf ein Gemeinschaftsgrundstück. Ich nehme das Auto und ich gehe alleine. Und ich gehe nach Downtown, hieß es. Und da müsste ich in irgendein Restaurant gehen. Schau mal, Café Ambiente. Genau, warum nicht? Weil es ist morgens und dann gehen wir mal in den Café. Achso, sie geht schon alleine, oder? So, Nervus, wo auch immer du hingehst, okay, dann möchte ich einfach morgens einfach mal ein bisschen schwimmen gehen. Oh Gott, Kadi schläft, 7:55 Uhr, Tamara, nee, wie auch immer. So,
Wir kommen ja um die Zeit dann im Grunde ja wieder zurück. Das ist ja immer das, was irgendwie komisch ist. Ja. So, dich wecke ich mal auf, wollte ich gerade sagen, aber okay. So, also ich werde jetzt mit Rolfi noch ein bisschen Tete-a-Tete machen und ich habe vor, auch nochmal ein Baby zu machen mit ihm. Das würde ich gerne auch nochmal machen. Eigentlich hätte ich ja von Nervus irgendwo auch nochmal gerne eins. Aber das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Ich hab 7 Leute gerade da und Nervus wird der nächste sein, der geht. Das fällt mir jetzt so auf oder ein. Dann müsste ich zuerst doch mit Nervus was machen und mit Rolfi eventuell erst später. Mist. Na egal. Dann machen wir jetzt einfach ein ganz normales Date im Café Ambiente. Und so, dass es dem Rolfi ganz gut geht. Wir können gucken mal, was es ja, um uns herum, was es da so noch gibt. Und ich glaube aber, das machen wir dann einfach das nächste Mal. Fangen wir hier mit dem Date an. Würde ich mal fast sagen. Wir gucken vielleicht nochmal ganz kurz rein. Warum geht es ihr jetzt nicht gut? So ein bisschen gelb angehaucht, finde ich. Naja, gut. So, also ich mache mal auf Stopp. Ich guck mal, Ursel Göbel ist da. Es ist ein einstöckiges Kaffeehaus. Hier müssen wir um einen Tisch bitten. Ich weiß auch gar nicht, wie ich diese Dinger hier anwenden kann. Keine Ahnung. Ich kann sie nicht anklicken. Blöd. Wer ist denn das? Achso, Moment. Beate Reichardt. Hier kann man noch irgendwas kaufen anscheinend. Kaffee kaufen oder bestellen. Hier, das finde ich ja irgendwie voll goldig. Hier ist die kleine Küche. Ja, also wirklich so ein kleines Café. Ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es weitergeht. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saginata. Ciao, ciao.